Hallihallo, ich begrüße euch hier von der Midland Mainline Karte bzw. Strecke, die heute veröffentlicht wird für den TSV 3, gebaut von Skyhook Games. Und wir fahren heute mit der Class 158 einmal hier von Derby nach Newcastle. Und ich würde sagen, wir steigen einmal ein und dann gucken wir uns alles hier in Ruhe mal an. Und ja. Ne? Rüsten erstmal den Führerstand auf, dazu den Hauptschlüssel einmal hier umgedreht, Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung. Türen können wir jetzt auf der linken Seite freigeben. Zugspitzenbeleuchtung ist soweit aktiv. Scheibenwischer brauchen wir nicht, Makro brauchen wir nicht. Machen wir uns AWS an. So. Ja, dann sind wir eigentlich so gut wie abfahrbereit. Was wir machen können, was ich super cool finde, dass das praktisch keine Mod ist, sondern von Haus aus schon dabei ist, so eine minimale Funktionalität des GSMR hier. Und zwar sch schalten wir es hier ein. Jawohl, und da haben wir dann so kleinere Spielereien. Also wir sind jetzt praktisch sofort schon eingeloggt, müssen jetzt nichts weiter machen. Und alles weitere zeige ich dann gleich, was man hiermit so machen kann. Wir müssen jetzt aber erstmal abfahren. So, Bremsen auf Lösen stellen und einmal los und hören wir uns mal den Sound an. Das klingt doch definitiv nach Dieselmotor. Was ich nicht bewerten kann. Ein Depot. East Midlands Trains. Sehr schön. Ah, hier ist so eine, so ein einzelner. Also praktisch nur ein Teil des Zuges. Cool. Können wir hier rein? Ich glaube nicht. So, ups, wir sind zu schnell. Also was ich halt nicht bewerten kann, sind solche Sachen wie, wie realistisch ist das Ganze? Ne, sind die Sounds realistisch? Ist der Zug realistisch? Ist die Strecke realistisch? Davon habe ich keine Ahnung. Das finde ich ganz cool, dass die praktischen Einzelteilen hier zu sehen sind. Die Frage ist, lässt sich das Ganze hier abkuppeln? Weiß ich jetzt gerade nicht. Was ich halt bewerten kann, ist, ob mir das Ganze Spaß macht, hier zu fahren. Aber ansonsten werde ich mich zurückhalten mit irgendwelchen, ja, so Kaufempfehlungen oder nicht. Das müsst ihr selbst beurteilen. Ich kenne mich halt so schlecht mit diesen Fahrzeugen und der britischen Strecke hier aus. Aber ich dachte mir, weil mir die Jungs und Mädels von DTG das DLC zur Verfügung gestellt haben, kann ich es auf jeden Fall einmal zeigen, was euch hier so erwartet. Es gibt ja sicherlich einen nicht allzu großen, aber dennoch, ja, nicht zu unterschätzenden Teil der deutschsprachigen Community, die sich ja doch für englische Züge und DLCs interessiert. Dementsprechend, ja, ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, das Ganze einmal hier vorzustellen, einfach für diejenigen, die da Interesse dran haben. Ja, also zum GSMR. Was wir jetzt hier machen können, ist unter anderem hier die Lautstärke können wir hoch und runter stellen. So. Was wir auch machen können, ist hier so einen Testdurchlauf starten. Test okay. Sehr schön. Wir können die Helligkeit verändern. Und was wir machen können, die coolste Funktion ist, dass wir. Wo ist das noch gleich? Abbrechen? Nee. Bestätigen? Nee. Wo war das denn? Moment. Konnten nämlich irgendwo hier auch den Fahrdienstleiter anrufen. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Ach so, okay, nee, das ist praktisch über. Ah doch, ja genau, hier. Sending, send, standing at signal und dann fortfahren gemäß Signalbilder. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool gemacht. Das gefällt mir sehr. Also so eine minimale Funktionalität ist hier drin. V-Max sind übrigens 90 Meilen pro Stunde, wobei die Kiste schafft kaum mehr als 80.
Und das schon, obwohl wir praktisch bergab fahren. Ja, mal gucken. Gebaut ist das DLC hier von Skyhook Games. Skyhook Games, die Erwähnung dieses Namens führt bei zumindest der deutschsprachigen Community sicherlich zu den ein oder anderen Albträumen. Man denke zurück an die Baureihe 187, bei der immer noch übrigens ein Update aussteht, von dem wir jetzt nichts wissen, wann es noch kommt. Also es kommt auf jeden Fall, aber wann, wissen wir nicht. Ja, dann gucken wir mal, ob das DLC qualitativ ein bisschen zugenommen hat. Die 187 ist ja schon lange her. Seitdem ist viel passiert. Und ja. So, wir haben gleich die 90 erreicht. Nächster Halt ist Long Eden Station. Ja, ich lasse mal doch ein bisschen Leistung aufgeschaltet. Hier das FIS ist nicht einzustellen. Da können wir leider nichts machen. Auch wenn wir hier so eine Destinationskarte haben mit den entsprechenden Codes. Aber das Ganze wird automatisch gemacht. Kann ich auch mal zeigen hier. Da, Nottingham. Genau. Was bei dem DLC auch mit dabei ist, ist eine Überarbeitung des HST, des legendären Zugs, des legendärsten Zugs vielleicht auf britischen Schienen. Oh, wir sind zu schnell. Nee, doch nicht. Nee, ich dachte, wir dürfen nur 80 fahren, aber dann passt es ja. Oder war das die Ankündigung auf 80? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich mehr auf die Signalisierung achten, aber gleichzeitig müssen wir uns ja ein bisschen die Strecke hier angucken. Hier so solche Spielereien finde ich dann ganz schön hier so, ne? So am Streckenrand. Das ist dann schon ganz schön gemacht. Genau, also der HST wird auch mitgeliefert. Und zwar in einer überarbeiteten Version. Auch den werden wir uns zusammen noch angucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob heute noch ein Video kommt oder später oder in den nächsten Tagen, aber auf jeden Fall werden wir uns den auch noch zu Gemüte führen. Dann vermutlich einmal über die komplette Strecke entlang. Okay, wir müssen eh jetzt ein bisschen reinbremsen, weil wir jetzt gleich halten. Ich habe auch die Strecke Northern Transpennine aktiviert. Und dieses Railhead Treatment Car, das. So, AWS. Dieses Railhead Treatment Car heißt das, glaube ich. Oder Treatment Train. Das Teil dieses Loco Add-on Bundle Nummer 1 war. Also die beiden DLCs haben auch hier praktisch Layer auf der Strecke. Nee, ja doch, ja genau, ja. Und zwar ist das dann die Class 66, die da hier auch Fahrplanfahrten hat. Und irgendein britisches Fahrzeug aus Northern Transpennine. Fragt mich nicht, welche Klasse das ist. Oh, wir müssen mal. Machen wir Vollbremsung. Okay. Das ist nicht gut. Ja, erster Halt auf der Strecke schon mal komplett. Ja. Geht das noch? Nein. Okay, einmal bitte alle weggucken, Freunde des Realismus. Aber das muss jetzt leider sein. Müssen wir jetzt leider einmal den hier machen. Mache ich sehr ungerne, aber das muss jetzt leider sein. Dann haben halt die Fahrgäste hier unten ein bisschen mehr Zeit, an den Bahnsteig zu kommen. Schauen wir, dass einfach nur die erste Tür da unten am Bahnsteig ist. Ah, wir sind sogar noch gut im Fahrplan. So, das müsste jetzt auch reichen. Ja. Türen auf.
Das finde ich ganz cool. Also sehr viel mit Autos hier zugeparkt, viele Assets verbaut, Fish and Chips, Barbershop finde ich auch geil. Was ist das hier? Forbes? Ich kann es nicht ganz erkennen. Ich komme aber auch nicht näher ran, weil God Mode klappt noch nicht. Ja. Fahrende Autos wäre jetzt nicht schlecht. Hier fahren irgendwie keine Autos. Aber hier praktisch einmal hier die Bahnstation, die Unterführung. Ah, interessant, interessant. Ich bin nämlich schon einmal hier so Test gefahren auf der Strecke und hier an der Stelle sind eigentlich Blumen. Und zwar, wenn man im Sommer unterwegs ist, dann hat man hier tatsächlich Blumen und sowas. Wir sind jetzt, glaube ich, im April unterwegs, dementsprechend, nee, sogar, ich glaube, im März, dementsprechend auch die Bäume hier etwas kahl. Aber wenn man hier im Sommer unterwegs ist, dann sieht die Strecke auch nochmal ein bisschen anders aus. Ja, mega. Sowas finde ich dann immer cool, wenn dann praktisch die Vegetation sich verändert. So, einmal Fahrtrichtungswende in Vorwärtsstellung. Okay, und dann dürfen wir abfahren. Also das Horn finde ich mega gut. Wie gesagt, ich kann nicht bewerten, ob es realistisch ist, aber es klingt richtig gut. Dooferweise ist bei mir die Tastenbelegung so, dass AWS-Taste und Makro auf der gleichen Taste sind. Das ist aber, glaube ich, meine Schuld und nicht die vom TSW. Ja, wir gucken mal, dass wir die HSD-Fahrt. Oh. Oh je. Gar nicht gesehen, dass wir auf ein rotes Signal zufahren. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Vielleicht blende ich mir mal die Signale ein. Nee. Da. Einfach weil britische Signalisierung ist jetzt nicht mein Expertengebiet. Sofern ich überhaupt so etwas wie Expertise besitze im Eisenbahnjargon, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Gut, auch das mal beide Augen zugedrückt. Gut, dass wir nicht entgleist sind, würde ich jetzt mal behaupten. Fahren wir mal ein bisschen langsamer. Wir dürfen nämlich eigentlich nur 30 fahren. So, Signal ist grün. Ja, daran zu erkennen, dass es immer diesen Bing-Laut macht. Immer wenn es Bing macht, dann heißt das, dass das Signal hier offensichtlich grün ist und Fahrt anzeigt. Aber ich glaube, wir werden jetzt immer diese Weichen geleitet. Also nochmal ein bisschen langsamer. Genau. So, mit 30 einmal drüber. Wir werden, wie gesagt, auf jeden Fall mit dem HST auch nochmal hier langfahren. Auch bedienbar natürlich hier die Sonnenblende, Fenster an der Seite, auch hier auf der anderen Seite Scheibenwischer. So, jetzt ist es aus. So, einmal hoch mit der Geschwindigkeit und dann halten wir in 1,7 Meilen in Attenborough. Nicht zu verwechseln mit Edinburgh. Was wir auch im Spiel haben. Können hier die Führerstandsbeleuchtung an- und ausmachen. Das scheint aber keinen Unterschied zu machen, zumindest tagsüber. Crewbeleuchtung, aha. Zugzielanzeige, Isolation, damit kann man die ZZA an- und ausmachen. Kompressorbeschleunigung aus. Lassen wir die mal aus. Hier können wir die Zugspitzensignale einstellen. So, wir können auch gleich mal durch den Zug hier wandern. Was ist das? Scheibenwischersteuerung. Okay.
Und das hier? Nicht bedienbar. Hier oben übrigens die Isolation von den anderen Sicherungssystemen. Also hier haben wir AWS, DRR und EBS. Das ist TPWS. Also wer sich damit auskennt, der kann damit da sich austoben. So. Ah, doch nicht. Das Signal ist gerade umgesprungen. Dementsprechend mussten wir das jetzt doch nicht bestätigen. Machen wir hier mit AWS Reset. Also, ne, das britische Signalisierungssystem funktioniert halt so, dass man da im Grunde genommen über diese Balisen fährt und auf diesen Balisen befinden sich eben Informationen bezüglich des nächsten Signals und je nachdem, wenn dieses Geräusch kommt. Okay, ne, das war jetzt doch nicht so eine Balise. Ah, guck mal, hier vorne, das ist die Balise. Jetzt kommt nämlich ein Geräusch. Genau, da macht es dieses Bing, diesen eher hellen Ton. Das bedeutet, dass das Signal Fahrt anzeigt, das nächste. Und wir da im Grunde genommen einfach drüber fahren können und auch, da müssen wir auch nichts bestätigen. Und ansonsten, wenn das Signal halt zu erwarten anzeigt oder halt, dann macht es so einen etwas nervigeren Piepstonmäßigen Laut. Und da müssen wir dann natürlich AWS bestätigen. Und das machen wir hier mit diesem Knopf hier mit AWS zurücksetzen. So, Türen auf und jetzt gucken wir uns mal den Innenraum an. Wir können hier einmal entlang. Next Station ist Beeston. Das ist Long Eaton. Stimmt das? Sind wir Long Eaton? Weiß ich nicht. Wir können auch hier hin. Hier haben wir so eine Art Mehrzweckabteil für Fahrräder, Toiletten. Auch hier die ganzen Schriften, die ganzen Sticker auch perfekt zu lesen. Hier einmal die Streckenkarte des gesamten East Midland Trains Network. Wo sind wir unterwegs? Wir sind, glaube ich, hier. Genau, hier sind wir unterwegs auf der Strecke. Hier ist Nottingham. Und dann fahren wir praktisch hier auf diesem Stück nach Derby. Also so dieser Bereich, glaube ich. Genau, ja. Hier auch der andere Bereich. Und von außen sieht das Ganze hier so aus. Hier in Attenborough. Hier haben wir so ein. Das Machine ist Card Only, ja. Eins der Collectibles, das ist wohl so eine Art Bankautomat. So, einmal rein in die gute Stube, dann wie war das noch gleich? Ich glaube, die Tür hier auf. Oh, so, dann stellen wir uns hier hin, dann machen wir die Tür zu und dann machen wir die hier auch nochmal zu. Also, komisches System, wer auch immer sich das ausgedacht hat, weiß ich nicht, aber so, wir müssen noch einen kleinen Augenblick warten und dann dürfen wir weiter hier in Attenborough. Also auch hier zum Beispiel, ne, da würde man dann im Grunde genommen im Sommer oder vielleicht auch schon im Frühling, ja, vermutlich erst im Sommer, Pflanzen sehen, irgendwelche Blumen. Und das finde ich ganz cool, dass solche jahreszeitabhängigen Szenerieveränderungen zu beobachten sind. So, ich glaube, die Türen können wir jetzt doch schon langsam schließen. Können wir jetzt mal von außen anhören. Hier der Türschließ-Sound. Okay, sehr leise geschlossen, sagen wir mal so. Da ist, glaube ich, nichts bedienbar. Hier sonst ist am Zug, glaube ich, an sich. Naja, das ist auch nicht bedienbar. Okay, dann würde ich sagen, Bremse lösen und pünktlich abfahren. Hören wir uns mal den Sound aus dem Führerstand heraus an. Ich finde, der Führerstand sieht auch von den Texturen her recht gut aus, ne? Auch so ein bisschen Verwitterung ist zu sehen. Auch hier sehen wir Verwitterung. Das ist eigentlich ganz gut gemacht soweit. Hier der Sander.
So, 1,2 Meilen, dann sind wir in Beeston. So, 25, wenn wir nach links oder nach rechts die Weiche nehmen. Weiß ich jetzt nicht, ob das für uns gilt. Ich glaube nicht. Ich sehe aber auch keine Weichen, von daher weiß ich nicht, wofür genau die 25 jetzt gegolten hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Skyhook Games hier am Beleuchtungsverhältnis ein bisschen was geändert hat. Und das meine ich im positiven Sinne, weil wir oft im TSV dieses total helle, überbelichtete haben im TSW 3. Und hier sehe ich das mal so gar nicht. Also hier ist wirklich. Also das sieht wirklich gut aus von den Beleuchtungsverhältnissen, ne? Hier noch ein Fußballfeld. Ach, wie schön. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir eine Moschee im TSW haben. Das ist ja mal schön. Wir haben ja sonst immer nur bisher Kirchen gehabt und jetzt haben wir tatsächlich eine große. Oh. Vollbremsung. Ja, ne, das ist das Problem, wenn man sich die Strecke zu sehr anguckt. Oh. Komm schon. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Das ist doch noch der Bahnsteig hier. Ah, verdammt. Ja. So. Das will ich mir jetzt aber nochmal angucken. Also szenerietechnisch. Oh, auch hier so eine große Baustelle. Das ist schon. Also da muss ich sagen, Hut ab, Skyhook Games. Ich habe ehrlich gesagt Schlechteres erwartet. Ich finde so von der Ausgestaltung der Strecke her. Klar, jetzt nicht TSG-Niveau. Aber. Aber Hut ab, ne? Muss man schon sagen. Klar, das sieht jetzt natürlich hier hinten nicht mehr ganz so gut aus. So, das ist auch nicht mehr ausgestaltet besonders gut. Guter Satzbau hier an dieser Stelle. Aber. Das ist ehrlich gesagt, also ich habe, to be honest, ich habe Schlechteres erwartet. Aber ich will jetzt auch nicht zu voreingenommen darüber natürlich urteilen. Also, ich kenne mich mit dem Sound nicht aus, ne? Aber ich finde, das klingt gut. Wir werden den HST dann auch einmal über die komplette Strecke jagen. Wir haben ja im Grunde genommen. Wo haben wir denn angefangen? Ich glaube, wir haben hier angefangen. Das hier ist nämlich Derby. Genau. Wir können aber auch noch auf diesem ganzen Abschnitt hier fahren. Das ist dann im Grunde genommen. Fragt mich nicht, was das ist. Leider haben wir nach wie vor Streckenpläne ohne. Stationsbezeichnung. Genau, und hier ist Nottingham. Und dann werden wir halt den HST, den fahren wir dann im Grunde genommen von hier nach da. Das ist dann die Strecke, die der HST nimmt, meine ich. Okay, ne, lassen wir Leistung aufgeschaltet, dürfen 80 fahren. Wir müssen nur über einen Ort fahren, nämlich über Sea Line. Toller Name. Ich würde gerne wissen, wie die Führerstandsbeleuchtung hier drin aussieht. Das Problem ist, bei Tag macht es halt keinen Unterschied. Und wir haben, glaube ich, keine Tunnel auf der Strecke. Heißt also, ja.
So. Ja, also da muss man sagen, ich glaube, Skyworkams hat ein bisschen was dazugelernt aus deren letzten Releases, dass die ziemlich gescholten waren. Es wirkt auf mich auf jeden Fall. Okay, einmal abschalten. Weil AWS hier jetzt einmal rumgemeckert hat. Ja, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass Skyworks Games hier ordentlich dazugelernt hat, sowohl was Fahrzeugbau als auch Streckenbau angeht. So, ich weiß nicht, ob das. Nee, das nächste Signal scheint grün zu sein, laut HUD. Genau, das rechte Signal gilt da für uns. Okay, ja doch, dann ist doch wieder alles gut. Ich weiß nicht, was diese zusätzlichen Signale hier übrigens heißen, die je nachdem aufleuchten können. Also wenn sich da jemand auskennt, sicherlich kann man das auch einfach googeln, ne? Aber falls sich da jemand auskennt, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Na. So schnell. 40. Das mag ich an diesen britischen Triebzügen echt, dass die Bremsen wirklich sehr schnell anlegen und auslösen. Oh. Wir haben eine Zwangsbremsung. Ja, aber ich hab. Da hat doch gar nichts. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, eigentlich müsste das ja. Ja, genau, ne? Das kam doch jetzt gar nicht. Wie kam denn jetzt die Zwangse? Lokführer, die AWS hat eine Zwangsbremsung ausgelöst. Setzen Sie die AWS zurück und warten Sie, bis die Zwangsbremsenwartezeit ausgelaufen ist, bevor Sie Leistung aufschalten können. Okay. Ja. Habe ich jetzt bestätigt? Und nun? Wie lang ist denn die AWS-Zwangsbremsen-Wartezeit? Ah, okay, ja, jetzt geht's wieder. Also weiß ich jetzt nicht. Also vielleicht, weil ich gerade in der Außenkamera war, deshalb habe ich das wohl nicht gehört. Ansonsten war das jetzt ein Signalisierungsfehler, glaube ich. Oder? Ja, ich kann es halt nicht beurteilen, das ist halt das Problem an der ganzen Sache, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich einfach jetzt gerade in der Außenkamera war und es dort entsprechend den Ton nicht gehört habe. Das sieht aus wie ein Stadion. Aber ich kann nicht näher ranfliegen, weil die unsichtbaren Wände. Ah, so, einmal drüber geflogen. Das könnte so ein Tennisstadion sein, ne? Und da düsen wir entlang. Da noch ein Fußballplatz. So, gucken wir, dass wir im Führerstand bleiben, damit wir jetzt nicht schon wieder eine Zwangse bekommen. So, und das hier ist Nottingham Station. Oh, ab hier dürfen wir nur 15 fahren. Also einmal Bremse rein und wieder auslösen. 15 Meilen pro Stunde haben wir auf dem Tacho. Einmal an den Bahnsteig ran. Und dann sollen wir, glaube ich, vorziehen. Ja, nicht ganz bis zum Signal, aber ich glaube so bis ungefähr hierhin. Schön, schön. Diese britischen Bahnhöfe, finde ich, die haben echt was Charakteristisches, oder? So. Hier sind wir in Nottingham.
Ja, schön sieht's aus, was ist das hier? So ein, ja, so ein Industriegebäude. Auch hier so ein Bürokomplex vielleicht. Blau. Pur Om. Was ist das? Timebox Storage. Self-Storage Solutions for Personal and Business. Big and Small Spaces Available. Cool. Ah, hier ist noch so ein Poster. Können wir uns mal angucken, was. Achso, Türen aufmachen. Was das hier eigentlich für ein Collectible ist. Wie kommen wir denn rüber auf die andere Seite? Vermutlich gibt es hier irgendwo eine Überführung. Da. Ah, hier ist auch ein Poster. Genau, ja. Was ist das hier? Ach, sieh, ja. Hier noch so ein Out-of-Order-Automat. Hier auch noch einer. Tickets. Hey, ich war hier am. Zum freien Spiel zurückkehren. Ich war hier noch am Herumerkunden in Nottingham Station. Na, ja, komischer Sound. Als würden wir auf Schotter laufen. Bisschen zu hohe Wände. Aber vielleicht ist das auch realistisch. Was ist denn mit der Mülltonne passiert? Mal gucken, dass ich das mal zurückmelde an DTG. So, mit dem Bahnsteig. So, achso, was ich gar nicht erwähnt habe, hätte ich vielleicht zu Beginn erwähnen sollen, dass ich das Ganze hier auf so einer Beta-Version aufnehme, weil mir das vorab zur Verfügung gestellt wurde. Dementsprechend auch hier. Was ist denn hier los? Wer wirft denn hier die ganzen Mülltonnen um? So, jawohl, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier von unserer ersten Fahrt hier auf Midland Mainline. Gibt's heute bei Steam, bei Epic Games, im PlayStation Shop, im Xbox Microsoft Shop. Joa, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und auch in Kürze definitiv auch im HST, entweder heute oder in den folgenden Tagen. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, tschüss.